Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch meinen liebsten frisch gepressten grünen Saft vorstellen. Und dieser grüne Saft besteht nur aus einem einzigen Lebensmittel, nur aus einer einzigen Zutat. Und die sammle ich von Frühjahr bis Herbst kostenlos in der Natur. Es handelt sich dabei um das ganz normale Wiesengras, was hier in unseren Breiten sehr, sehr verbreitet ist. Ich hätte mir vor 5 Jahren niemals vorstellen können, dass ich diese wilde grüne Pflanze als Lebensmittel verwenden kann. Bevorzugt entsafte ich dieses grüne Lebensmittel, das Wiesengras, von Frühjahr bis Herbst und unterstütze dabei meine Gesundheit. Süßgräser ist eine in allen Klimazonen weit verbreitete Pflanzenfamilie, die durch die typisch grasartige Gestalt gekennzeichnet ist. In Europa gibt es ca. 250 Süßgrasarten und dazu zählen auch unsere heimischen Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Dinkel und Gerste. Diese sind über Jahrtausende gezüchtet und veredelt worden. Aber das wilde Süßgras übertrifft bei weitem die Inhaltsstoffe der überzüchteten Süßgrassorten. Welche Tiere fressen Gras? Die größten und kräftigsten Säugetiere auf der Erde fressen Gras. Also es muss ja was Wundervolles in dem Gras enthalten sein, dass diese großen und mächtigen Tiere fast nur allein davon leben können. Natürlich haben diese Säugetiere, die fast nur von Gras leben, auch einen anderen Verdauungstrakt. Die können die Zellwände des Grases aufbrechen und alles herausziehen, was sie für das Leben, für den Stoffwechsel benötigen. Alle Inhaltsstoffe des wilden Süßgrases wirken synergetisch. Das heißt, die Kombination der Inhaltsstoffe bewirkt einen größeren Effekt als die Summe der Einzelkomponenten. Das wilde Süßgras enthält eine Menge Chlorophyll, viele Mineralstoffe, viele Spurenelemente, viele Vitamine, über 20 Enzyme und essentielle Aminosäuren. Durch den hohen Chlorophyllgehalt fördert das wilde Süßgras die Blutbildung, ist sehr basenüberschüssig und entsäuert den Körper, hat eine blut- und körperreinigende Wirkung. Und wie schon erwähnt, die Zellwände des Grases sind sehr stabil und viele große Säugetiere, die ausschließlich von Gras oder fast ausschließlich von Gras leben, haben einen speziellen Verdauungstrakt. Was wir aber machen können, wir können uns Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, entweder einen Hochleistungsmixer, in dem wir kleingeschnittenes Gras mit Obst mixen, oder aber wir verwenden einen Entsafter. Das Wiesengras entsafte ich mit dem Angel Juicer. Der wird auch als Rolls-Royce oder den Entsaftern bezeichnet. Er besteht komplett aus Edelstahl und ist damit auch sehr robust und langlebig. Der Entsaftungsvorsatz besteht aus nur 4 Teilen. Die seht ihr hier. Da gibt es hier so eine Doppelschnittenpresse. Also die 2 Teile, da müssen Sie so ganz einfach hier an diesen Motorblock heransetzen. Dann haben wir hier dieses größere Teil, das schiebt man einfach so drüber, klemmt das dann hier so fest und dann kommt der Aufsatz noch über die Walzen. Und das ist praktisch alles. So einfach kann man diesen Entsafter zusammenbauen. Dann stellt man noch den Glaskrug hier drunter und das ist der Behälter, der den Rest da auffängt. Und dann kann es eigentlich mit dem Entsaften losgehen. Der Angel Juicer verfügt über einen 3 PS starken Motor und kann bis zu 30% mehr Saft aus dem Entsaftungsgut herausholen als andere Entsafter. Das merkt man vor allem auch an dem Trester, der sehr, sehr trocken ist. Der Vorteil vom Angel Juicer soll sein, dass er die härtesten Zellen von Obst und Gemüse, auch von Kräutern, Wiesengras aufbrechen und daraus eben ein Maximum an Nährstoffen gewinnen kann. Der Angel Juicer entsaftet mit 32 Umdrehungen pro Minute, das heißt, wenig Sauerstoff wird in den Saft abgegeben. Ihr habt auch gehört, der Motor ist recht leise und hier seht ihr den Trester. Richtig schön trocken. Ich habe in den letzten Jahren mit den verschiedensten Entsaftern Wiesengras entsaftet, bzw.
bzw. auch Kulturgräser wie Kamut, Weizen, Dinkel, Gerste und Roggen. Und ich muss sagen, der Angel Chooser ist perfekt geeignet für Gräser. Kulturgräser, Wiesengras, auch Wildkräuter generell, wirklich der perfekte Entsafter für die grünen Lebensmittel. Vor einigen Jahren habe ich schon begonnen, Wiesengras zu entsaften und mein erster Entsafter dafür war die Solustar 3. Also es war möglich, damit Gras zu entsaften, allerdings nur, wenn man zum Beispiel wasserhaltiges Gemüse dazu gab, wie Gurke oder Stangensellerie. Der nächste Entsafter, mit dem ich Wiesengras entsaftet habe, war der Omega Chooser 8226. Den benutzen wir auch noch, um zum Beispiel Fruchtpürees herzustellen oder Teig aus Sprossen. Aber auch da musste ich oftmals Gurke oder irgendwas Wasserhaltiges dazugeben, um den Entsafter nicht zu überlasten. Mit dem Angel Chooser ist das überhaupt kein Problem. Wirklich der perfekte Entsafter für grüne Säfte. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dieser Wiesengrassaft ist enorm grün, enthält viel Chlorophyll. Das ist jetzt ein Konzentrat aus vielen wichtigen Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Enzymen, sekundären Pflanzenstoffen, Spurenelementen. Wirklich ein richtig hochwertiger Saft für unsere Gesundheit. Diesen Wiesengrassaft werde ich jetzt noch mit ein bisschen Wasser verdünnen. Ich verwende destilliertes Wasser, dampfdestilliertes Wasser. Wir haben ja einen Dampfdestillierer, mit dem wir gereinigtes Wasser herstellen. Ich habe das schon in einigen Videos erwähnt, dieses destillierte Wasser. Da waren manche ganz erschrocken und meinten, das ist doch nicht gut für unsere Gesundheit, das ist doch ungesund, das ist doch giftig. Also das ist dampfdestilliertes Wasser und ich werde in den nächsten Monaten auf alle Fälle auch nochmal ein Video zum Thema destilliertes Wasser hochladen. Genauso leicht, wie sich der Angel Chooser zusammenbauen lässt, lässt er sich auch wieder abbauen. Man nimmt dann einfach hier diese Abdeckung ab, löst diesen Hebel und zieht das Ganze dann nach rechts. Dann hat man hier diese Walzen. Da seht ihr auch Trester, der sich hier um die Walzen gelegt hat. Und man braucht eigentlich dann nur hier diesen Trester noch ein bisschen zu entfernen. Und dann kann man einfach dieses Sieb, diese vier Teile einfach abspülen. Klar, entfernt man dann auch hier den Trester noch. Aber sonst lässt sich dieser Angel Chooser, gerade wenn man Gräser entsaftet, Wildkräuter entsaftet, Sprossen entsaftet, sehr, sehr, sehr einfach sauber machen. Ich brauche das jetzt einfach nur unter den Wasserhahn zu halten, abzuspülen. Und dann ist das Sieb wieder sauber. Die meisten der wilden Süßgräser sind für uns essbar, sind für uns genießbar. Merkmale des wilden Süßgrases sind zum Beispiel, dass das Gras eine Art Knubbel oberhalb des Blattansatzes aufweist oder dass das Blatt den Stängel umschließt, bevor es dann nach außen wächst. Neben dem Mixen im Hochleistungsmixer und dem Entsaften kann man das Gras natürlich auch gründlich kauen und den Trester dann ausspucken. Durch das Kauen kann man auch viele der wichtigen Inhaltsstoffe aus dem Gras ziehen. Ich würde euch empfehlen, da wo ihr sammeln möchtet, erstmal ein Blatt des Süßgrases abzupflücken, darauf herumzukauen. Und wenn euch der Saft angenehm schmeckt, dann könnt ihr auch ein Büschel sammeln und entsaften. Fangt erst mit kleinen Mengen des Saftes an, verdünnt ihn auf alle Fälle auch mit Wasser. Helmut Wandmarker, Rohkostpionier und Autor des Buches Willst du gesund sein? Vergiss den Kochtopf, hat vor etlichen Jahren ein Rohkostmagazin zu Ehren von Arnold Ehret herausgebracht. Dieses Rohkostmagazin heißt heute Wandmarker aktuell. Und all diejenigen von euch, die sich mit schleimfreier Heilkost, schleimarmer Ernährung beschäftigen oder mit Fasten und Gesundheit, die haben sicherlich schon mal von Arnold Ehret gehört. Er hat ja schon vor über 100 Jahren gelebt und er hat ganz, ganz tolle Berichte und Artikel verfasst über die schleimfreie Ernährung und über das Fasten und die Gesundheit. Und fast alle seine Artikel sind in diesen Bänden Fastenbuch Band 1 und 2
verewigt und die hat das Sven Rohack veröffentlicht vor einigen Jahren. Wer sich für diese Bücher interessiert, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Rohkostmagazin Wandmarke aktuell. Da gab es vor einigen Jahren einen Artikel von Hanna Benger und Bruno Weißbrot, Gras als Lebensmittel. Und da zitiere ich mal kurz daraus. Das Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln läuft gut. Nun hat eines der weltgrößten Grasforschungsinstitute in Holland das Aminosäureprofil von Gräsern wie Rehgras analysiert. Die Daten liegen in dem Institut unter Verschluss. Würden Sie das Aminosäureprofil in der Welt der Wissenschaften und an den Universitäten veröffentlichen, wenn es das Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten gefährden könnte? Wohl kaum. Das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern das ist die Realität. Bis zum heutigen Tag wurden diese Daten noch nicht veröffentlicht und wir wissen ganz genau, dass sie existieren. In den Gräsern, vor allem in den Wildgräsern, steckt ein enormes Potenzial für unsere Gesundheit und es ist ganz wichtig, immer mehr darüber zu informieren, dass die Menschen diese wichtigen grünen Lebensmittel mehr in ihre Ernährung, mehr in ihren Speiseplan integrieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von Wiesengras, Süßgras, wildem Süßgras als Lebensmittel? Ich bin sehr an eurer Meinung interessiert. Und bevor ich mich jetzt in diesem Video verabschiede, möchte ich noch auf was ganz anderes hinweisen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch dazu sonst Kommentare kommen oder sich einige so ihren Teil denken. Also es ist ja jetzt Frühjahr und die Sonne hat schon kräftig geschienen und ich neige sehr schnell dazu, braun zu werden, vor allem im Gesicht. Und ich hatte dann schon unter einigen Videos die Kommentare, ob ich Gesichtstönungscreme verwende oder warum mein Hals so weiß. Es ist tatsächlich so, dass ich im Gesicht und an den Armen am schnellsten braun werde und am Hals dann immer erst viel, viel später, also mitten im Sommer. Also ich verwende keinerlei Gesichtscreme. Wenn ihr vielleicht hier oben meinen Ansatz könnt ihr vielleicht sehen, der ist weiß und mein Gesicht ist schon braun. Das ist wirklich keine Gesichtscreme, das ist einfach Natur. Wir waren vor kurzem wandern, ich glaube 6 Stunden mitten in der Sonne und ich sehe schon ein bisschen aus, als ob ich schon im Sommer war. Also meine Arme und der Ausschnitt und mein Gesicht, die sind schon recht braun. Das ist einfach die pure Natur. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Ich lasse mir jetzt einen leckeren Wiesengrassaft schmecken und ich hoffe ihr auch bald. Alles Liebe, eure Silke.